Hallöchen, hallo, ihr Lieben da draußen an den Bildschirmen. Willkommen bei Newcomer TV, dem Magazin, wo ihr Newcomer-Bands aus der Region begegnet und ihren Songs lauscht bzw. ihre Auftritte seht. Und wir gehen jetzt zurück zur fünften Newcomer TV-Nacht in der Portstraße Jugend und Kultur in Oberursel. Und da möchte ich euch eine Band vorstellen, die mich gar aufs Äußerste bezaubert hat, nämlich Jörg und Töne. Das ist so ein bisschen so Pop-Rock, Alternative, Independent. Die Jungs kommen aus Frankfurt und arbeiten im Prinzip seit 2007 zusammen. Stilistisch sie einzuordnen ist nicht ganz leicht. Rock, Pop, NDW, Punk, ja sogar Soul und ein bisschen Jazz kann man in ihren Songs finden, und sie selbst nennen ihren Sound Rock. Deutschsprachig, die Texte sehr sarkastisch, hart am Leben. Und ja, ich kann einfach nur sagen, seid gespannt und freut euch mit mir auf Jörg und Töne. Das ist die nachträgliche Vorbereitung auf etwas, das passieren musste, als ich von der Möglichkeit der Vorbereitung noch nicht wusste. Vorgezogene Nachbereitung dessen, was noch kommt. Die vorgezogene Nachbereitung dessen, was noch kommt. Das ist begleitende Rückbesinnung auf etwas, das wir alle kennen, weil es jeden Tag passiert beim Essen, Schlafen und beim Rennen. Vorgezogene Nachbereitung dessen, was noch kommt. Die vorgezogene Nachbereitung dessen, was noch kommt. Das ist die äußerliche Innenansicht von etwas, das ich nicht verstehe, obwohl ich es seit vielen Jahren jeden Tag von innen sehe. Die vorgezogene Nachbereitung dessen, was noch kommt. Die vorgezogene Nachbereitung dessen, was noch kommt. Die vorgezogene Nachbereitung. Vorgezogene Nachbereitung. Kann ich mir das denn vorstellen? Also du sitzt daheim wie der einsame Poet unterm Regenschirm im Dach, also unter dem Dachstuhl und ja, unter komponierst. Dachstuhl, richtig. Jetzt genau. Kommst du der Sache näher. Genau, unterm Dachstuhl und komponierst. Das heißt, dir fallen die Sachen ein, dann nimmst du das irgendwie auf, fragmentarisch, und schickst das den Jungs, dass sie schon vorbereitet sind in den Proben, und dann trefft ihr euch, wann immer ihr Zeit habt, und dann entstehen die Stücke. Also tatsächlich fing es so an, also weil ich, es gab quasi schon Studioproduktionen, ganz lange ist das her, bevor es eine Band gab. Und dann aber bei den Sachen, die dann später kamen, war das dann nicht mehr immer so. Und jetzt bei, es gibt zum Beispiel jetzt auch Stücke, die dann auf dem nächsten Album sind zum Beispiel Stücke drauf. Eins davon ist auch schon im Internet zu hören, genau. Da habe ich so MIDI-mäßig eine Vorproduktion gemacht, und dann hatte Antonius mir auf diese Vorproduktion Schlagzeug gespielt, und dann habe ich dazu die Gitarren wieder gemacht, und dann der Stefan den Bass, und dann ich den Gesang, und dann habe ich dann noch dran rumgeschraubt ein bisschen. Das ist aber jetzt keine Regel. Also, nee, ich meine, das ist ja das, ja, was ich ja auch interessant finde an eurer Musik, dass eure Musik ja eh eigentlich keine Regeln zu haben scheint. Der Sandmann hat mir auf den Kopf gehauen heute Nacht. Kann der Typ sich nicht benehmen? Ich frag mich, warum hat der Sandmann das gemacht? Hat er vielleicht psychische Probleme?
selbstverständlich wäre. Man muss mal überdenken, was der Sandmann da so treibt. Flexible Einsatzorte und dazu noch Schiff dabei. Das ist auf die Dauer wohl zu viel für ihn allein. Ja, vielleicht bringt da der Osterhase irgendwann mal ein. Für den wäre das eine Abwechslung. Nicht noch einmal zu, sonst Sandmann. Guten Tag. Von der vielen Arbeit der Sandmann einen Knall. 24 Stunden täglich auch in keinem Fall. Eigentlich steht das ja nicht von wegen Arbeitsrecht. Doch der Sandmann, der ist selbstständig, gut und richtig schlecht. Als der Sandmann Sandmann wurde, hieß es, sei dein eigener Boss. Dann kannst du dich fühlen wie ein Cowboy frei auf deinem Ross. Was der Sandmann da nicht wusste, das nicht dran zu fragen. Und jetzt ist es wohl zu spät dafür, Sandmann. Gute Nacht. Doch der Sandmann ist nicht blöd, sondern zielorientiert. Und das Ziel heißt endlich nicht dabei, ich hab das schließlich auch kapiert. Ein Subunternehmer übernimmt ab jetzt das Schaffen. Der Sandmann macht die Kohle und die Zahnbeeren nicht zum Affen. Eigentlich ist sie dafür überqualifiziert. Schließlich hat die gute Frau Zahnmedizin studiert. Ja, da hat der Sandmann sich was Feines ausgeheckt. Sie holt die Zähne, bringt den Sand, das nennt man Synergieeffekt. Sandmann, lieber Sandmann, du hast dein Problem gelöst. Dafür, die hat den Stress und der Sandmann, ja, der düst. Die Zahnfee hat mir auf den Kopf gehauen heute Nacht. Kommen wir noch mal zu der Situation, in der die Kulturszene, in der die Musiker und Musikerinnen jetzt seit anderthalb Jahren sind. Wie hat euch denn, also wie hat dich dann diese Pandemie beschäftigt oder hat sie dich geängstigt? Entstand eine Leere, wo du dir nichts mehr einfiel oder wurdest du besonders kreativ? Wie hast du das so erlebt oder wie habt ihr das als Band erlebt die letzten anderthalb Jahre? Als Band haben wir sie ja kaum erlebt. Also und als Musiker und Kulturschaffender haben wir sie, glaube ich, extrem unterschiedlich erlebt, weil wir einfach extrem unterschiedlich positioniert sind im Musikbusiness sozusagen. Also der Stefan ist hauptberuflich Bassist. Spielt in vielen Bands. Spielt in vielen Bands und ich meine, das ist jetzt, hat sich ja rumgesprochen, dass das so nicht möglich war zu spielen. Ja, genau. Mit allen Folgen, die sich daraus ergeben. Ich verdiene nur einen sehr kleinen Teil meines Geldes auf der Bühne und den meisten Teil mit Unterricht. Mhm. Der hat bis auf wenige Ausnahmen stattgefunden. Natürlich online, ja, also das wäre jetzt nochmal ein eigenes Thema, was die Pandemie und die damit verbundenen Maßnahmen für Bildungsmöglichkeiten bedeutet haben. Ganz klar, es gab Schüler, mit denen hat das Spaß gemacht, online zu unterrichten. Es gab Schüler, da war das vor allen Dingen für die Schüler eine Katastrophe. Mhm. Der Antonius verdient sein Geld auf ehrliche Art und Weise. Was immer das auch heißt. Wir sind kurz davor, das Universum zu verstehen, weil wir so viel klarer als die alten Völker sehen, als die Römer und die Inka, die Pharaonen und der Zar, als die Wikinger und Zulu und als Genghis Khan sogar. Wir sind kurz davor, den Sternenstaub zu kontrollieren, weil wir so viel schneller als der frühe Mensch kapiert, als der
Aborigines, sonst sind sie als der Häuptling und der Schar, als die Inuit und Sioux und als Tafio sogar. Wir sind kurz davor, alle zu Robotern zu werden oder zu Gedanken irgendwo in einer Cloud. Bald schon wird es furchtbar still auf der wundervollen Erde. Die letzten 40.000 Jahre war es sowieso zu laut. Wir sind kurz davor, in ein schwarzes Loch zu schauen. Bevor das Universum stirbt, werden wir ein neues bauen. Ohne Gaia, ohne Brahma, ohne Yahweh und Allah, ohne Shinto, ohne Voodoo, ohne Konfuzius sogar. Wir sind kurz davor, ins Nirvana einzugehen. Ich weiß nicht, ob ich das verstehe und ob wir uns dort wiedersehen. Na, habe ich euch zu viel versprochen? Ich glaube nicht, oder? Es ist schon eine sehr verwirrende, tricky, seltsame musikalische Reise, die der Jörg und die Töne mit einem Machen unternehmen. Und jetzt möchte ich euch, ich muss mich gerade mal bücken, danke. Jetzt möchte ich euch einen weiteren Singer-Songwriter vorstellen, der eigentlich gar nicht im Line-Up vorgesehen war. Aber wie das manchmal so ist in Corona-Zeiten, plötzlich fällt eine Band aus, weil bei denen war es so, bei Clap, die hätten eigentlich spielen sollen, war es so, dass der Schlagzeuger irgendwie aus dem Ausland, aus dem Urlaub nicht zurückkam, weil er erstmal in Quarantäne musste. Aber egal, das sind andere Geschichten und wir haben dann gesucht, weil wir haben da ja unsere Scouts, die fliegen dann sozusagen durch die Region und haben da jemanden gefunden, nämlich den Bernd Sangmeister, der deutschsprachige Singer-Songwriter aus Kriftel. Manchmal mit Band unterwegs, manchmal alleine. Seine Songs handeln, ja, sie sind autobiografisch, biografisch, seine Beziehung, seine Liebe und überhaupt die Welt und alles das in Töne und in Texte und Musik ausgedrückt. Deswegen jetzt hier mit einem freundlichen Applaus eurerseits der wunderbare Bernd Sangmeister. Gerade jetzt, wo wir auch manchmal streiten und ich merk, dass du was Eigenes brauchst, fang ich an zu verstehen, dass du mir eine Welt gegeben hast und eine Chance, mich darin zu bewähren. Und ich weiß, irgendwann muss ich sie loslassen, die Hand, von der ich nicht sicher sagen kann, ob ich es war, der sie festgehalten hat oder der sie brauchte für ein kleines bisschen Halt. Und jetzt geh raus, fang an zu fliegen, fall auf die Schnauze, überschlag dich dabei. Lern zu verlieren und lern zu siegen. Solange ich lebe, hast du nen Airbag dabei. Ich hab ne Ewigkeit gebraucht, Sachen zu begreifen, zu verstehen, was ich vorher nur gewusst hab. Und jetzt steh ich wieder da mit leeren Händen und einem dafür umso volleren Herz.
Und jetzt geh raus, fang an zu fliegen, fall auf die Schnauze, überschlag dich dabei. Lern zu verlieren und lern zu siegen. Solange ich leb, hast du nen Airbag dabei. Jetzt geh raus, fang an zu fliegen, fall auf die Schnauze, überschlag dich dabei. Lern zu verlieren und lern zu siegen, solange ich leb, hast du nen Airbag dabei. Hier ist er, immer unterwegs sein, der Singer-Songwriter aus Kriftel, manchmal mit Band, aber schon viel, viele Jahre auch solo alleine. Du hast als Kind schon zu Hause die ersten Erfahrungen mit der Gitarre deines Vaters gemacht? Ja, sagen wir mal so. Also ich habe einen tatsächlich sehr musikalischen Papa, ja. Und der hat mir viel gezeigt, wobei mein Vater eigentlich weniger ein Gitarrist ist. Der hat mir am Klavier immer ein bisschen was gezeigt. Die Gitarre kam dann später, weil ich gedacht habe, es käme bei den Mädels besser an. Irgendwie. Wobei, man sagt ja immer, wer Klavier spielt, hat Glück bei den Frauen. Ja, 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 stimmt. Deswegen habe ich mir noch so ein paar Sachen erhalten. Okay. Nee, also tatsächlich kam ich dann irgendwann so um die, weiß ich nicht, 12, 13, 14 Jahre zur Gitarre, genau, und die hat mich seitdem nicht mehr losgelassen. Genau, und die Plattensammlung deiner großen Schwester habe ich gesehen, also irgendwo in irgendeinem Text stand, die hat dich maßlos beeinflusst. Das tatsächlich, ja. Also das war die Phase, meine Schwester war in einer christlichen Jugendgruppe und das war die Zeit, wo Bob Dylan gerade christlich war. Der war ja zwischendurch mal Christ und ich habe mir dann die Platten angehört und habe gedacht, ja, cool, geil. Und dann habe ich die anderen Platten von Dylan entdeckt, auch ja. Die, wo er nicht mehr so christlich ja. war oder wo er noch nicht christlich war. Das hat mir alles ziemlich gut gefallen, Simon & Garfunkel und so weiter. Die Platten habe ich mir dann alle immer mal heimlich ausgeliehen. Ich glaube, dieses Konzert im Central Park von Simon & Garfunkel habe ich immer noch zu Hause, sorry eher. Ja. Die hat sie die ganze Zeit gesucht. Sie hat jetzt gerade geschrien am Fernseher. Ja, verdammt. Okay, und dann von zu Hause weg, dann kamen die ersten Bands. Ihr habt erst gecovert, ne? Also hat lange gedauert, bis du eigene Songs geschrieben hast. Jein. Also tatsächlich war meine erste Band, die so ein bisschen größer war, war Insecurity, Gas and Oil Café. Du erinnerst dich wahrscheinlich nicht, aber du erinnerst dich bestimmt noch an ein Atemlos-Festival, was du mal gemacht hast. Ja, natürlich. Da haben wir damals gespielt. Worte sind wie Schwerverbrecher, eigentlich auch cool. Mit Sonnenbrille und 3-Tage-Bart schlagen sie eiskalt lächelnd zu. Doch sie haben auch fürchterliche Angst vorm Alleinsein. Wenn er auch sich verzieht, merkst du, die Kugel steckt im eigenen Knie. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Worte sind wie Leuchtraketen, leise, bunt und schön. Ein verzweifelter Versuch, gesehen zu werden, kurz vorm Untergehen.
doch die Worte sind selten da, wo sie auch sein sollen. Wortgefechte, die Stille nach dem Schuss. Ein blinder Passagier verlässt das stille Quartier. Merkst du, die Kugel steckt im eigenen Knie? Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Das Album Millionär, gell? Also was ihr jetzt im April released habt. Genau, genau. Wir haben es im Januar aufgenommen beim Dirk Buro im Studio. Ja, ja. War eine sehr coole Aktion, genau. Und da ist dieses wunderschöne Album hier draus geworden. Genau. Ich darf Werbung machen. Fertig. Ja. Und ihr könnt sie erwerben auf www.sangmeister.de. Natürlich auch streamen auf Spotify und iTunes und überall, wo man das so macht. Aber Musiker freuen sich natürlich immer mehr, wenn man eine CD kauft. Da bleibt ein bisschen mehr hängen. Ja, und vor allen Dingen, du hast einfach was in der Hand. Also ich erinnere mich noch an die Zeiten, wo man noch richtige Alben produziert hat. Also Vinyl mit ausladenden Covers, mit tollen Fotos. Das waren so richtige, wie sagt man, Hochglanzboxen, die man bekommen hat und so. Ja. Farbige Vinyl, also farbiges Vinyl, durchsichtiges Vinyl und so. Weißt du, da kann auf man schon... Fall. Oder mit Pictures draus, so Picture-Disc. Ja, Picture-Vinyl. Und ich habe auch mal eine gesehen, die, wenn die sich gedreht hat auf dem Plattenteller, dann hat die so geleuchtet, also so geblinkt von innen. Ja. Okay, das ist ganz heißer Scheiß. Ja. Das ist ganz heißer Shit und das ist leider durch die CD und jetzt auch durch das ganze Digitale, also Streaming und so, ist das so ein bisschen verloren gegangen. Ne? Also, dass da ja, schon leider. Viel also, Kunst dran gehangen hat, ne? An diesem Vinyl produzieren. Genau, und das ist auch, also mir war das auch wichtig. Ich habe auch mir jetzt bei der Covergestaltung auch viel Mühe gegeben. Es ist auch ein Booklet dabei mit den Texten und ein paar Infos dazu, weil eben, und da komme ich wieder auf die Plattensammlung meiner großen Schwester zurück, ich habe das damals wahnsinnig genossen. Ich saß da und habe diese Booklets, das waren ja dann auch in den Vinylalben so richtig große Hefte, ja, die hast du dann irgendwie, oder das waren Poster dabei und dann habe ich die studiert und die Texte auswendig gelernt und die Liner Notes gelesen und wer spielt da mit und wer ist dabei und irgendwie finde ich, es geht da auch viel verloren. Also man streamt natürlich, das ist viel einfacher und viel bequemer, das sehe ich alles ein, aber sich abends mal hinzusetzen, Fläschchen Wein aufzuziehen und zu sagen, ich höre mir eine Platte an, guck mir vielleicht auch das Booklet an und sowas. Das ist, glaube ich, ein Luxus, den man sich ab und zu mal gönnen darf. Ich mag es zu sehen, wie du atmest. Das Licht auf deiner Haut. Manchmal bin ich ohne Grund einfach traurig, wenn die gleichen Gedanken zurück oder vorkommen, dann halte ich dich fest und ich weiß, ich schaffe auch diese Nacht. Ich schaffe auch diese Nacht. Ich weiß noch, wie ich dich fast verloren hab. Ich seh's noch, das Tor zwischen Leben und Tod. Ich hör noch mein Herz, wie es schlägt voller Sorgen. Dreh die Musik auf, die mich trägt und mich tröstet. Morgen kommt.
Also ich habe mir, ich meine, das ist halt so bei Online-Veranstaltungen, Online-Konzerte, weil wir vermissen euch alle sehr, das Publikum, aber ihr seid halt nicht da. Also habe ich mir einen Stuhl geschnappt und direkt an der Bühne neben den Kameras den Worten von Bernd Sangmeister gelauscht und bin so in seine Texte hineingegangen. Nun gut, die jüngere Generation möglicherweise denkt, ist das Schlager, interessiert mich das? Aber ich fand es sehr bezaubernd, ihm zuzuhören, und es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und also er ist ein Geschichtenerzähler. Wie auch immer, geht auf die Seite, in diesem Fall von Jörg und Töne oder von Bernd Sangmeister, online-mäßig, liked sie, herzt sie. Ich danke euch, dass ihr zugeschaut habt. Wir sind schon wieder am Ende unserer Magazinsendung. Und diese wunderbare Kameraführung haben wir den Jochen zu verdanken von Newcomer TV. Und ich bin der Seppel, euer Moderator. Tschüss.